Das Thema heute ist Abnehmen mit Grüntee. Viele Leute wollen abnehmen, wollen ihr Idealgewicht wiederfinden. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten und Empfehlungen auf dem Markt, dass das liegend geht und ohne Aufwand geht. Wir haben den Fokus jetzt im Grüntee, weil zum Grüntee und Abnehmen gibt es wirklich fundierte Studien, die das belegen, dass es so funktioniert. Bedeutet das jetzt, dass ich mehr Grüntee, mehr Tee trinken muss? Oder? Ja, wenn du den Effekt haben willst, dann müsstest du ein Hektoliter Tee trinken und das geht ja nicht. Das wäre wirklich zu viel. Es geht ja um den Wirkstoff Grüntee und nicht um die Menge oder um die Flüssigkeit. Das heißt, der Wirkstoff Grüntee, den habt ihr extrahiert und in einer bioverfügbaren Weise. Ja, der Phytostoff Grüntee, also der Naturstoff Grüntee, der Wirkstoff, den haben wir in eine echte Lösung gebracht, Flüssigextrakt, und den können wir mit unserem A+B-System eben in den Körper eintragen. Das heißt, ich kann mir das jetzt nicht als Tee vorstellen, sondern als trinkfertige Lösung. Das funktioniert bei dem A+B-Konzept von Crystal Swiss immer gleich. Es funktioniert eben, aber ich sage ganz kurz, wie man das macht. Okay. Der Extrakt, der Phytoextrakt, jetzt in unserem Beispiel Grüntee, der wird 1 Milliliter kann man da in den Aktivator tun. Also Aktivator, B, der Wirkstoff. Der Aktivator, das ist auf Wasser basierend strukturiert, sieht aus wie Wasser, es ist chemisch gesehen auch H2O, aber von der Struktur her ist es halt ein Kristallin. Das heißt, es ist mit dem Aktivator möglich, den flüssigen Wirkstoff vom Kurkumin oder jetzt eben in unserem Fall Grüntee so in die Zellen einzuschleusen. Und wenn Sie das anrühren als einen fertigen Drink trinken, kannst du 25 Minuten im Mund behalten und dann geht schon ein großer Teil der Wirkstoffe über den sublingualen Weg, also gesagt über die Mundspeicheldrüsen, direkt in die Hohlvene ins Blut und dort. Das heißt in dem Sinne, dass Bioverfügbarkeit bedeutet, dass der Wirkstoff biologisch verfügbar bis in die Zelle transportiert wird mit Hilfe dieser kristallinen Struktur. In dem Sinne mal ganz einfach, so wie ich das jetzt mal verstanden habe. Genau. Das ist ja so, das ist das größte Nadelöhr, kommt man mit diesen Wirkstoffen zur Zelle. Seit man diese Aquaporinen entdeckt hat, das war ein Nobelpreisträger oder zwei sogar, seit die das entdeckt haben, wissen wir genau, wie das funktioniert bei der Zellteilung. Und das strukturierte, der strukturierte Aktivator, den wir da haben, der ist in der Lage, das zu machen. Weil das wurde an verschiedenen Versuchen festgestellt vom Basic Research Institute von London, hat Teste gemacht, weil sie es einfach wissen wollten, was ist da Spezielles an diesem Aktivator. Und das ist eben speziell, dass der selbst hydriert. Wie lang ist die Einnahme oder wie lange muss ich den Grüntee-Extrakt einnehmen, damit dieser dann auch die gewünschte Wirkung zum Abnehmen? Wenn Sie jetzt abnehmen wollen, da sind ja immer so, sag ich mal, machen Sie sich ein Programm, machen Sie sich ein Ziel. Das ist nicht bei jedem Menschen gleich. Es funktioniert sowieso alles nicht gleich, weil jeder Mensch ist ein Individuum. Aber in der Regel ist es schon so, dass man zu dem Grüntee auch noch etwas anderes tun muss. Und wenn Sie ein halbes Jahr oder wenn du ein halbes Jahr das mal machst, dann wirst du Effekte haben. Das ist so. Und dann kannst du immer wieder weiter. Also es nützt nicht, wenn ich jetzt sage, du nimmst, so wie ja das viele versprechen, du nimm das einen Monat und dann hast du dein Idealgewicht. Also das kommt dann den Leuten meistens dann in den Sinn, wenn das schöne Wetter kommt, Wärme, Bikini oder Badehosefigur, oder?
Und das soll dann in einem Monat gerichtet sein. Das funktioniert so nicht, oder? Also das heißt, es muss auch die Lebensart, das Lebensverhalten, muss jemand ein bisschen anpassen und verändern. Weil wenn ihm das Resultat ja nicht gefällt, muss er ja die Programme ändern, sonst nützt es ja nichts. Oder? Das heißt, er muss vielleicht sich mehr bewegen, er muss seine Ernährung anpassen, richtig mit einem Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin schauen, was ist für mich das Richtige, wo muss ich drauf schauen. Der Grüntee in unserer Form, das ist eine Hilfe, oder? Das ist eine Unterstützung, aber eine echte Unterstützung, wenn es funktioniert. Da gibt es Studien dazu, genau. Ja. Ja, erstmal danke für das aufschlussreiche Interview und ja. Dann noch viel Spaß beim Abnehmen. Beim Abnehmen. Ne? Also zum Beispiel die Bewegung, das ist elementar. Aber du kannst nicht, wenn du 130 Kilo schwer bist, joggen gehen. Jetzt, heute auf morgen. Da machst du mehr kaputt, als du in Ordnung tust. Oder? Das heißt, langsam diese Lebensart annehmen und andere Bewegungen machen, nicht so joggen. Aber auch das muss jeder für sich ein bisschen finden. Aber wenn der Entscheid gefällt ist, ich will abnehmen, dann kommen auch Lösungen. Und der Grüntee ist natürlich eine große Unterstützung.